Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Pokémon. Wir befinden uns in Folge 50, so ein kleines Jubiläum haben wir jetzt quasi auch schon. Und heute habe ich ja gesagt, oh, da oben war ein Pokéball. Ich habe ja auch schon ein bisschen erwähnt, ich möchte ganz gerne heute darüber reden, ob es einen weiteren Pokémon-Teil geben wird, den ich, wie man im Volksmunde sagt, Let's Playen möchte. Oder eben, ob es das nicht geben wird. Wir sind jetzt bei Folge 50 angelangt und ich möchte erst mal vorweg ein bisschen was sagen. Und zwar habe ich mir so ein kleines Ziel gesetzt mit Pokémon, mit dem Let's Play. Und zwar würde ich, wir haben noch Schuss, was ist mit dem Pokémon? Können wir da irgendwie, packen mal Bidi, nein, Surfer ist natürlich eine schlechte Idee. Ich will eigentlich will ich nur Bidi an die erste Position, aber es ist schwerer als erwartet. Ich würde nämlich ganz gerne spätestens so bei Folge 70 irgendwie durch sein. Natürlich gibt es noch die Poké-Liga, die ja, die Poké-Liga, die Top-Liga oder so, wie heißt es, keine Ahnung, die es ja bei Pokémon Weiß auch gibt, glaube ich. Die würde ich ganz gerne noch mitnehmen irgendwie, so ein paar Kämpfe irgendwie am Anschluss oder keine Ahnung, wie es da genau abläuft mit den Kämpfen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich es ganz gerne halt mitnehmen. Schutz wirkt nicht mehr, dann gehen wir nochmal kurz hier in den Beutel rein. Ich möchte zumindest gucken, dass wir ungefähr so auf, ja, 70 Parts kommen. Nicht mehr, nicht weniger. So um den Dreh. Ich möchte nämlich ganz gerne bis Varo damit durch sein. Varo wird ja dann in einem knappen Monat starten. Noch ein bisschen mehr als einen Monat. Also ich möchte gucken, dass ich so in 30 Folgen, dann wahrscheinlich sogar eher bei Folge 80 oder so, dann durch bin mit Pokémon. Und zur Frage, ob denn vielleicht noch was anderes kommt. Ich habe ja auch mal gesagt, irgendwie ich möchte, oh, komm mal, schon mal bestes Gegen-Pokémon hier. Ich möchte ganz gerne mit Pokémon Schwarz weitermachen, habe ich ja gesagt damals, aber ich habe mich persönlich doch umentschieden, ich möchte doch nicht Pokémon Schwarz danach bringen, weil mir einfach dieses Let's Play leider Gottes nicht die Aufmerksamkeit bringt, die ich ganz gerne haben möchte. Ich habe zwar mega Bock auf Pokémon, aber jetzt nochmal einen Titan dran zu hängen, würde für mich persönlich einfach keinen Sinn machen, denn um jetzt noch auf den Hauptpunkt zu kommen, ich habe ja Pokémon eigentlich nur angefangen, weil mein Rechner damals ja so alt war, dass ich damit irgendwie nichts anfangen konnte. Dass ich damit kein AAA-Spiel spielen konnte. Aber jetzt haben wir im Stream haben wir, oh, ein Arzt endlich! Im Stream haben wir erfahren, dass ich The Witcher auf Ultra auf den besten Einstellungen in 60 Frames flüssig spielen kann. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, können wir mal überlegen, also ich habe mir überlegt, dass wir überlegen können, ob wir dann nach Pokémon ein kleines Päuschen machen und dann vielleicht zum Varo-Start oder so, dann passend zum Varo-Start eben mit einem neuen Let's Play anfangen können, was dann eben ein AAA-Spiel beinhaltet. Oh, das ist aber nicht, es ist, vielleicht schaffen wir es trotzdem, One and Down zu bekommen, wäre ganz gut, aber wenn es nicht effektiv sein wird, schaffen wir es trotzdem. Ah, ist doch normal effektiv, alles klar, gut, ich dachte, das wäre Pflanze. Denn wenn Varo startet, wird mein Kanal natürlich auch noch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dementsprechend würde ich ganz gerne dann natürlich marketingtechnisch dann halt natürlich mit einem weiteren Let's Play irgendwie anrücken von eben einem Spiel, was halt grafisch auf einem sehr hohen Niveau ist. Dementsprechend würde ich jetzt gerne gucken, was denn für Spiele bald rauskommen. Vielleicht würdet ihr mir da ein bisschen helfen. Was gibt es denn für Spiele, die ihr ganz gerne, auf die ihr beispielsweise jetzt sogar wartet, ganz dringend? Gibt es da irgendein Spiel, was vielleicht in einem Monat rauskommt sogar, also bis Anfang Juli? Gibt es da irgendein Spiel, was ihr unbedingt irgendwie spielen wollt oder was ihr unbedingt von mir sehen wolltet? Oder auch gerne irgendwie ein Spiel, was vielleicht erst im November rauskommt, damit ich schon mal so ein paar Ideen habe, auf was ihr euch dieses Jahr noch freut? Und was ich davon vielleicht dann spielen könnte. Denn ich denke mal, performance-mäßig, wenn man rechnet, sollte es gar keine Probleme geben. Ich habe dann mal mit Watch Dogs angefangen, endlich mal wieder, weil ich da auch mega Bock drauf hatte. Aber halt eben nach Pokémon ganz gerne ein anderes Spiel. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, dann wieder kein Pokémon. Reicht mir auch dann langsam mal mit Pokémon so ein bisschen. 90! Einmal da geht mit dem Schweif, was? Oh! Ja, sorry, ich habe falsch geklickt. Immer ein bisschen husten gerade. Was ist denn? Keilklinge würde ich aber ungerne. Ist aber nur 75, ne? Vergeltung hat auch nur 60. Und Siedewasser ist bei 80. Dann nehmen wir Keilklinge weg. Komm, nehmen wir Keilklinge weg. Vergessen Keilklinge. Einfach mal so. Weil wir was können.
Ist, glaube ich, Spezialattacke sogar gewesen. War vielleicht, war das okay? War das jetzt doch nicht? Ja, danke schön, dass wir uns heilen können bei dir. Also lasst ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch jetzt gerne wünschen würdet. Ich würde mich mal ultra interessieren. Ich glaube, wir haben hier einen Fehler gemacht, gerade mit dem Attacken. Da werdet ihr, glaube ich, gerade wieder euren Facepalm rausholen. Und zwar ist Nasswerfer eine... Doch, es ist eine physische Attacke. Dann haben wir doch alles richtig gemacht. Wobei eben mit 90 kann man da auch nichts falsch machen, glaube ich. Alles gut gegangen, glaube ich. Ich denke mal schon, dass wir es richtig gemacht haben. Ja, also ich habe selber wirklich null Ahnung, was denn jetzt für coole neue Spiele rauskommen. Da bin ich selber leider Gottes ein bisschen überfragt, weil ich habe da echt momentan keine Infos drüber. Klar, wenn Gamescom rauskommt, weiß man wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber gerade weiß ich null. Ach komm, kämpfen wir ja auch nochmal gegen den. Gerade weiß ich wirklich null, was in der Zukunft rauskommt. Da bin ich auch super wenig informiert darüber. Also deswegen, eure Meinung mal ist gefragt. Ich kann ja, wie gesagt, nicht ganz krass antworten, weil ich ja im Urlaub bin momentan, nur am Handy Zugang habe auf YouTube. Und da halt nicht immer so ultra lange Texte schreiben will. Und das packt auch immer so ein bisschen rum, diese App. Wenn ich halt einen Kommentar beantworte, dann... Ach, wenn die Kommentare, also keine Ahnung, es gibt eine Kommentarfunktion auf der YouTube-App, da habe ich dann die Kommentare aufgelistet von allen Folgen, quasi so die aktuellsten Kommentare vom Kanal an sich, nicht von einzelnen Folgen. Und wenn es eben noch einzelne Folgen nicht anklicken kann, da kann man dann eben die Kommentare der einzelnen Folgen sehen. Wenn ich aber die einzelnen Folgen-Kommentare aufrufe, dann ist es so, dass ich dann, wenn ich einen Kommentar beantworte, wechselt diese App automatisch von dieser Kommentarfolge auf alle Kommentare. Ist irgendwie so ein kleiner Bug oder so, keine Ahnung. Und dementsprechend passiert es eben folgendermaßen, wenn ich antworte, weiß ich ganz genau, ich muss nochmal irgendwie 3, 4, 5, 6, 7 Attacken, Handgriffe nochmal mehr machen, bis ich da wieder hinkomme. Was halt ziemlich, ziemlich ungeil ist, deswegen beantworte ich auf dem Handy halt super ungern Kommentare. Weil ich habe halt lieber, ich lese lieber Kommentare für eine Folge durch, anstatt Kommentare durchzulesen von allen Folgen, weil da übersehe ich schon mal ganz gerne irgendwas. Dementsprechend, ja, ist halt alles ein bisschen doof, aber gut, müssen wir eben dann durch und ich werde gucken, wie ich es alles dann irgendwie auf eine Wellenlänge bekomme. Werde für die Kommentare lesen, euch einen Daumen nach oben geben für die Spiele, die ihr nennt. Das ist ja immer, das ist ja Standard bei mir, dass ich denke mal, das seht ihr ja auch wahrscheinlich, dass ich da irgendwie immer einen Daumen nach oben gebe. Das müsste man ja eigentlich sehen können. Dementsprechend, alles cool, alles schwul und so. Wie der Typ da. Ich bin gerade in dein Mikrofon gekommen. So, was ist denn da oben? Ist da oben dann ganz Schluss oder wie? Wo geht's denn hier raus? Ah, guck mal, dann gehen wir nochmal kurz unten lang. Wenn wir ganz gucken, was es hier noch Schönes gab. Vielleicht gab es hier noch irgendwas Geiles. Oh, da müsste... Oh, okay, dann gehen wir mal so. Da können wir gar nicht wirklich hin und hier können wir auch nicht wirklich hin. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Da müssten wir jetzt quasi da auskommen, ne? Okay. Das ist natürlich sehr merkwürdig, weil wir von da rein halt nach gar nichts kommen. Das heißt, wir müssen dann doch hier so oben lang. Hoffentlich hält der Schutz noch, bis wir oben raus sind. Perfekt. Müssen wir hier runterlaufen. Ja, wie gesagt, bei meinem Rechner ist das alles wirklich schon... Schutz wirkt nicht mehr. Alles wirklich super cool geworden jetzt auch, was das Rennen angeht. Ich renne mittlerweile momentan echt schnell und... Hab jetzt irgendwie die ganze Woche, also jetzt haben wir ja quasi schon Sonntag, jetzt bin ich halt vollkommen im Urlaub, also wirklich, jetzt bin ich schon quasi am Strand, okay, eher nicht so, Sylt ist momentan nicht ganz so warm, habe ich gehört. Habe überlegt, wie es denn wäre mit einem Fantreffen auf Sylt, aber ich glaube, das ist eher nicht so, aber da kommt, glaube ich, keiner, oder? Weiß ich nicht. Kann man vielleicht mal überlegen, ob man ein Fantreffen auf Sylt macht oder so? Mal gucken. Auf jeden Fall... wollte ich eigentlich sagen, dass mein Rennen jetzt super, super schnell geworden ist. Und ich echt keine Probleme mehr habe mit der Schnelligkeit. Ich renne einfach durch. Hab jetzt irgendwie, eher 7 Folgen plus 6 Folgen. Also das sind dann ungefähr 13. Hab jetzt 13 Folgen vorproduziert. Ist das ein Wasser-Pokémon? Sieht so wässrig aus irgendwie, ne? Machen wir mal Kampf. Aber ich glaube, Kampf wird auch nichts bringen, weil es ist, glaube ich, auch ein Kampf-Pokémon, oder? Was ist die Weiterentwicklung von Unique so Dingens da? Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich 13 Folgen jetzt vorproduziert. Und dementsprechend, ja. Ist natürlich schwer gewesen, sich was aus den Fingern zu saugen. Ich glaube, ich habe einen coolen Mischmasch gemacht. Viele verschiedene Folgen habe ich versucht hochzuladen. Darunter ist eben auch das 50k Special. Einfach nur
Also ich habe das 50k-Special mal eingeplant, sagen wir mal so. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich 50k erreichen werde, wenn ich da im Urlaub bin. Aber ich muss es ja zumindest mal mit hochladen. Falls eventuell es doch so weit kommen sollte, dass wir dann 50k erreichen, kann ich es einfach hochladen. Und dementsprechend habe ich mein Hashtag also jetzt quasi so fertig, wie es halt war. Für die, die Mentor-Folgen gucken, was die meisten wahrscheinlich von euch werden. Also das Hashtag ist ja auch schon vorher fertig gewesen. Da habe ich dann eben auf den Moment gewartet für das 50k-Special. Werde noch ein paar kleinere Feinheiten machen, die mir noch aufgefallen sind. Werde das Hashtag auch noch stetig erweitern, aber da kommt in der Folge noch alles. Da werde ich alles zu sagen in der Folge, dann, die dann rauskommt. Wird eben auch kein so krasses Special. Also jetzt nicht irgendwie ein Special, was dann richtig aufwendig wird, sondern einfach nur die Folge, mehr oder weniger. Ich habe ja schon beim Ulpack ein richtig krasses Special da gemacht mit den Edits. Und ich editiere ja meine Videos eigentlich immer. Deswegen ist, glaube ich, mal für ein Special, wenn man eine normale Folge, gar nicht mal so scheiße. Eben nur das, was ihr eben haben wollt. Und zwar das Texture-Pack. Das Texture-Pack wollt ihr haben. Texture-Pack. Ah, mein Husten tut's nicht gut. Ich habe eine Nektarine im Kühlschrank, die werde ich gleich nochmal essen um Viertel nach drei. Müssen wir schon bald wieder aufhören, merke ich gerade. Ja, nochmal Protzer. Ja, müssen wir aufpassen, dass wir nicht down sind oder down gehen bald. Steinhagel ist auch nochmal, ja, auch nochmal nicht so geil, aber dürfen wir. Oh, war Volltreffer? Nein, oder? So, dann sind wir auch fast down tatsächlich. Dann weißt du, wenn das Pokémon wieder mal. Ihr habt auch irgendwie geschrieben, das ist auch effektiv, ja, stimmt. Ich hab da irgendwie geschrieben, so, ja, so spielst du mit Beedi und so, ja klar, tue ich auch momentan, aber, du bist ja für die Stärkste momentan. Mit Flumau können wir hier drin nichts erreichen, wir können Lichtl als Feuer-Pokémon auch nicht zwingend hier einsetzen. Eigentlich, nee, macht eigentlich keinen Sinn, zumindest nicht hier macht es keinen Sinn. Dann nehmen wir mal und tauschen das mal nochmal aus mit Lichtl. Und werden das Ganze so machen. Und gehen jetzt hier nach oben raus, oder? Ach, guck mal, hier kommen wir her, ne? Lol, what the fuck? Wo sind wir denn lang gegangen? What the fuck? Ach, ich bin nach unten. Genau, gehen wir mal kurz da lang. Was da oben war, will ich auch noch mal kurz wissen. Da ist nämlich nur gerade ein Poke-Hyperball. Der gute alte Poke-Hyperball. Hier ist nichts mehr gewesen. Ne, genau, das wollte ich ja eben klarstellen. Mich nicht irgendwie nochmal zurücklaufen, weil ich denke, hier war doch irgendwas. Deswegen den Weg vorher abklapperst dann. Aber ich bin mega müde gerade, ne? Macht sich schon so ein bisschen bemerkbar, wenn man so viel vorproduzieren muss, dann auch den Server irgendwie leiten muss und so. Aber wir hatten jetzt auch gestern 500 Spieler online, oder gestern ist für mich halt eben am Freitag gewesen. 500 Spieler online, das war schon richtig krass, ja. 500 fucking Leute. Das kann sich echt schon sehen lassen, bin ich echt stolz drauf. Und da oben geht's auch noch weiter. Ich glaube hier, doch hier können die ja glaube ich auch angreifen. Wir haben's, komm, wir haben's. Ich will auch echt momentan nicht angegriffen werden irgendwie. Weil hier gibt's eh nur Idioten-Pokémon, glaube ich. Die Idioten-Pokémon, wer kennt sie nicht. Hier ist gar nichts mehr, okay. Da geht's nochmal tief rein. Das ist aber auch sehr, sehr verwinkelt hier alles, ne? Wo geht's denn da jetzt nochmal, geht's hier nochmal richtig rein hier? Warum ist der mit der Wand so? Keine Ahnung. Hier gibt's. Lol, ist das so ein Dingens-Pokémon, alles klar. Okay, wir kommen irgendwie in so eine Stahlregion gerade, ne? Lol, okay. Was ist das hier denn? Kann ich das hier anpacken? Brust du einen? Okay. Er starrst du selbst zu Eis. Hat das einen Vorteil? Macht das vielleicht die Jahreszeit? Ich kann vorstellen, dass die Jahreszeit wechselt. Achso, dürfen wir gar nicht. Wäre auch ein bisschen unlogisch gewesen, wenn die Jahreszeit sich vielleicht durch verändert, aber gut. Meine Logik ist schon die geilste, die sollte schon unantastbar bleiben. Lichtkanone! Ist vielleicht gar nicht so ein scheiß Item, können wir in der nächsten Folge mal reingucken, was wir so an andere Items noch haben. Werden wir mal machen. Als nächste Folge habe ich mir auch ein Thema überlegt und zwar dann, ja, was habe ich für ein Thema eigentlich? Hatte eben nur eins im Kopf zumindest. Weiß ich gar nicht mehr so genau, was es war. Ah ja, genau. Ich wollte ganz gerne über das DFB-Pokalfinale mal kurz reden, denn ich bin in einer lustigen Situation gerade, weil ich nicht weiß, was ist mit dir los? Suche dort, wo nichts zu sehen, so unerwartet ist es wie. Können wir irgendwie gegen die Wand? Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, ob man hier irgendwo so einen Geheimgang aufmachen kann oder so. Dann kann ich nochmal zurückgehen, bald. Ich produziere halt vor momentan. Aber, was ich sagen wollte, ist, genau, ich
bin jetzt in der Situation, dass ich das DFB-Pokalfinale natürlich noch nicht gesehen habe, weil es morgen erst kommt. Aber wenn die Folge online kommt, dann die nächste Folge, übermorgen, an einem Dienstag, dann ist das schon ganz, ganz lange vorbei mit dem Dingens hier. Ja, da oben waren die Typen, da habe ich aber gerade keinen Bock drauf auf die. Denn eigentlich müssen wir die Folge jetzt auch beenden. Und das tun wir eben auch mal. Und zwar genau... Wo geht's denn hier noch alles lang? Lol. Am besten genau jetzt. Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Hauen wir uns rein. Bis dann. Machen Sie es gut. Tschüss.